Christian Adam, du bist VN-Sportchef. Du hast jetzt schon mit einigen von den Neuzugängen vom SCA Altach gesprochen. Was ist so dein erster Eindruck, deine Erwartungen an die Spieler? Erwartungen kann man nach ersten Gesprächen eigentlich noch nicht viele äußern. Es ist so, es ist ein erstes Kennenlernen nach einer Sommerpause, nachdem sie jetzt 2,5 Wochen im Training sind, sich ein bisschen aneinandertasten, sich kennenlernen und ihre Vorstellungen auch zu hören. Ich denke mal, es wurde in der Vorbereitung oder in der Transferphase sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Spieler zur Mannschaft passen. Dieses Gefühl hat man auch in den Gesprächen. Sportlich müssen wir ein bisschen abwarten. Was wäre jetzt deiner Meinung nach die Herausforderung, wo jetzt besonders mit der Neuzugänge in der kommenden Saison auf den SC Altach zukommen? Die große Herausforderung ist einfach das Liga-Format. Das heißt, die Liga wird wieder nach 22 Spieltagen geteilt in 2 Sechsergruppen. Und ganz klar, Altach meiner Meinung nach gehört unter die Top 6. Wahrscheinlich wollen sie auch intern dorthin. Und das ist die große Herausforderung, diesmal den Klassenerhalt oder den Abstiegskampf so schnell wie möglich ad acta zu legen und sich weiter nach oben zu orientieren.